Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich habe ja gestern ein Video hochgeladen, World of Tanks kann so geil sein und habe mir danach dann die Kommentare durchgelesen und habe ja viele Kommentare auch gelesen, die gesagt haben, ja, das ist der Grund, warum auch ich World of Tanks spiele. Leider hat man diese Gefechte viel zu selten und damit ihr jetzt nicht denkt, dass ich hier irgendeine Art von Propaganda mache, habe ich euch einfach mal ein genau umgekehrtes Beispiel mitgebracht, was zeigt, wie ungeil World of Tanks auch manchmal sein kann. Vorher möchte ich noch einmal ganz kurz auf eine Sache, die ich bei ja, mehr als zwei, drei Kommentaren gelesen habe, eingehen. Da ging es darum, dass viele Leute wirklich der Meinung sind, dass gute Spieler halt diejenigen sind, die die ganze Zeit nur hinten rumstehen und einem nicht helfen. Und da muss ich euch leider den Zahn ziehen und meiner Erfahrung nach sind es halt eher die Leute, die gar nicht überhaupt realisieren, was für eine Spielsituation derzeit gerade ist, die sich kein bisschen bewegen. Es sind halt doch eher die Leute, die ohnehin schon sehr viele Niederlagen auf ihrem Konto zu verbuchen haben und deutlich unter 48%, sogar unter 47% Siegrate fahren, weil sie im Prinzip Spielsituationen nicht lesen können, weil sie im Prinzip den gleichen Spielstil spielen, den sie auch im Low-Tier spielen, wo das vielleicht noch funktioniert, weil die Gegner in ihre Kanone reinfahren. Aber die Leute, die auf Gunmark spielen, die auf WN8 spielen, sind meistens auch die Leute, die das Gefecht zum Gegner versuchen zu tragen, weil nur da entsteht eigentlich genug Schaden, um eine hohe WN8 zu erzielen, um die dritte Gunmark dann irgendwann zu machen. Man schafft eigentlich auf 9ern und 10ern keine dritte Gunmark, wenn man irgendwo hinten rumsteht. Nur um diesen Irrglauben, der dann doch noch ja, in vielen Teilen der Community scheinbar vorhanden zu sein scheint, mal entgegenzuwirken. Also meiner Meinung nach sind es halt dann doch eher die ja, nicht so ganz aufmerksamen Spieler, die auch eher nur ihr eigenes Ding fahren und gar nicht rechts und links mal schauen, was dann so um sie herum passiert. Und das hier, für die, die es gestern schon im Stream gesehen haben, ist so ein Beispiel, wo wir diverse, nennen wir sie mal eher nicht so gute Mitspieler haben, die ja mehr als eine Chance haben, in dieser Runde uns zu unterstützen. Der eine oder andere mag sich jetzt fragen, ey, du sitzt in der Maus, es gibt keine Arti, wie kann World of Tanks da ungeil sein? Ja, grundsätzlich gebe ich recht, es ist schon wieder ein Luxus-Matchmaking, gerade weil ich glaube, dass viele Leute gestern, wo die Ranked Battles gestartet sind, versucht haben, mit ihrer Arti auch in den Ranked Battles zu performen, war es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob das jetzt in den nächsten Tagen auch so bleiben wird, dass man doch recht wenig Arti im Spiel hatte. Ich klopfe hier mal auf Holz. Also, wenn es hochkam, dann waren es mal ein oder zwei. Drei Artis hatte ich gestern relativ selten, also wirklich sehr selten und auch das ein oder andere Spiel im High-Tier-Bereich wirklich dabei, wo dann mal keine Arti war, wie hier. So, wir schauen einfach mal, wie sich unser Team verteilt. Im Moment sieht es noch ganz normal aus. Wir haben wieder die Truppe an Spielern, die es wie immer nicht lassen kann, zum Beach zu fahren. Das sind aber noch eine verhältnismäßig humane Anzahl, 5 Panzer. Es wird ja auch klar sein, dass wahrscheinlich auch von den Gegnern ein paar an Strand gefahren sind. Das Objekt 257 ist ja schon gespottet worden. Dann haben wir noch ein T10 in AE Phase 1 hier um uns herum. Das heißt, ich bin erstmal davon ausgegangen, ich habe hier Unterstützung. Leopard 1, Standard B, Leopard PTA, die machen so ganz normale Dinge. T30 und E50, das ist jetzt schon auffällig, dass die dafür, dass es keine Arti gibt, extrem verhalten spielen. Also wirklich extrem verhalten. Gerade der T30 mit seiner Gun Depression etc., der könnte auch sehr gut in der Mitte spielen. SCB-1, ja, der ist schon recht aggressiv hier vorne unterwegs. Wir haben schon 1400 Schaden geblockt. AMX-30B, SCB-1, Progetto, die lungern hier immer nach uns. Und wir konnten jetzt dem AMX-30 schon mal einen geben. Ihr seht, wie aggressiv der Progetto da oben in der Mitte steht. Normalerweise, wenn der FV jetzt aufpassen würde, unser FV-183, das ist wieder so ein bisschen ne, Spielübersicht, könnte er hier ohne Probleme auf den Progetto schießen, aber da kommt einfach kein Schuss. Hier unten pushen jetzt gerade IS-7, 705 und ich habe versucht jetzt hier dem AE Phase 1 zu helfen, der schon einen großen Teil seiner AP weggeschmissen hat. Dahinter steht noch ein EN-100. Der AE Phase 1 sollte sich jetzt eher zurückhalten, fährt nochmal nach vorne, lässt sich jetzt hier weghauen, obwohl da EN-100 und IS-7 hintereinander stehen. 0 zu 2. Der EN-100
mit AP durch die Turmbacke. Ja, okay. Lassen wir das einfach mal so stehen, völlig unkommentiert. So, Objekt 705 kommt da jetzt von oben, der SCB. Also der FV-183, wenn er sich halt, wie gesagt, ein bisschen verlegen würde, da kommt schon wieder der Progetto. Der Schuss trifft Gott sei Dank, SCB bounced wieder. Also dann müsste der Progetto jetzt eigentlich schon tot sein. Da kommt der nächste Kollege, der AMX-30. Wenn der Leopard da ein bisschen aufpassen würde, wäre der AMX-30 jetzt tot. Also, wenn wir das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen, ja, ganz neutral analysieren, dann kriegen unsere Mitspieler eigentlich gar nicht mit, dass wir hier gerade von 5 Panzern angegangen werden. SCB-1, AMX-30, IS-7, Objekt 705, 6 Panzer sind es. IS-100 war ja auch dabei, der hat sich jetzt droppen lassen. So, den IS-7 haben wir unter Kontrolle. Der SCB-1 piekt da oben schon wieder hoch. Auch hier wieder, wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken. Ich kann leider nicht sehen, wohin der 183er guckt. Aber er steht überhaupt nicht so, dass er hier auch nur im Ansatz helfen könnte. Ja? Er ist konzentriert auf seinen vielleicht möglichen Schaden unten am Strand. Aber dadurch, dass wir so viele Gegner unten am Strand haben, aber auch eigene Spieler, halten die eigenen Spieler natürlich die Gegenspieler zurück und somit wird es für ihn da gar keine Gelegenheit geben. Aber der 183er ist wieder so ein klassisches Beispiel von jemandem, der absolut überhaupt gar keine Game Sense hat und leider überhaupt nicht rafft, dass er hier in der Mitte schon 2 oder vielleicht sogar 3 Panzer hätte rausnehmen können. IS-7 haben wir jetzt mittlerweile draußen. 6500 Schaden haben wir schon geblockt. 2 zu 3. E50, Standard B, T30. Auch das eine interessante Sache. Stehen jetzt alle hinten auf der J- und K-Reihe, ohne mal nach vorne aufzuschließen. Wie gesagt, bei 3 Artis im Game könnte ich das sogar noch in Ansätzen verstehen. Aber wir haben hier keine Arti im Spiel. Standard B, E50... T30, das sind alles Panzer, die hervorragend hier in der Mitte helfen könnten, die hervorragend hier in der Mitte irgendwie Support leisten könnten. Wir haben jetzt das 705 und den IS-7 weg. SCB-1 stand hier oben noch, Progetto war hier noch, die waren angekratzt, AMX-30 ist auch noch hier oben. Jetzt geguckt, dass ich hier vielleicht einen Schuss auf den AMX-30 bekomme. Der fährt ziemlich smart in der Deckung des Hauses. Jetzt hat er sich einmal ganz kurz dazu verleiten lassen, hier nach links zu fahren. Und der Schuss trackt ihn leider nur. SCB-1 ist auch schon wieder da. Leider haben wir jetzt hier den AMX-30 nicht rausbekommen. Aber nach wie vor kein Backup hier für uns. Auch der Leopard hinter uns ja, hat noch 1150 AP, macht nichts. Standard B macht nichts. Leopard PTA macht nichts. Unten am Strand geht der übliche Fight ab. Und wir sind mittlerweile schon bei 8440 Schaden, die wir hier auf uns gezogen haben und geblockt haben. 4400 Schaden haben wir selber schon gemacht. 2 Kills. Der Schuss fliegt leider am STB-1 vorbei. Das ist halt auch so eine Sache, die ich bei der Maus nicht verstehe. Ja, die Maus müsste eigentlich so gut stabilisierend sein, dass sie bessere Snapshots machen könnte als der Patton. Aber die Kanone funktioniert halt leider recht häufig gar nicht. So, jetzt haben wir den Progetto rausgenommen, haben uns leider vom Progetto noch einen gefangen, aber 1000 AP haben wir noch. Da hinten steht jetzt der T95. Auch das wäre jetzt wieder ein wunderbares Ziel für einen FV, der hier vielleicht mal aufgerückt wäre. Aber dadurch, dass der FV jetzt selber runter zum Strand gefahren ist, um noch nutzloser zu sein als oben, haben wir jetzt auch hinter uns kein Backup mehr. Die Mediums in der Mitte aus unserem Team wissen auch nicht so richtig, was sie tun sollen. Und ja, wir sind jetzt hier, wenn wir mal den Block Damage dazu nehmen, schon bei über 13.000 kombinierten Schaden. Jetzt ist der AMX-30 hier noch runtergekommen. Leider trifft der Schuss auch nicht. Und jetzt sieht es so aus, der Leopard ist jetzt ganz eifrig sich da am Bewegen. Es sieht so aus, als wenn der Leopard jetzt hier uns helfen wollen würde. Wenn ihr mal auf die Minimap schaut, ah, das war natürlich jetzt ein lecker Schuss auf den SCB-1. Jetzt kommt der Leopard. Also, nach 8 Minuten Untätigkeit kommt jetzt die Unterstützung, die ich gebraucht habe. Und jetzt sind wir hier 2 gegen 2. Das könnte gut werden.
Ja. Hätte gut werden können. Also, ist ja nicht so, als wenn der T95 da nicht lange gespottet stand. Der AMX 30 war auch klar, dass er da steht, weil beide waren sogar zu dem Zeitpunkt, wo der Leopard da vorne reingekracht ist, noch offen. So kann man das natürlich auch machen. Also, wir hatten kurz, oder andersrum, der Leopard hat kurz angetäuscht, dass er uns helfen wollte. Er musste nur dringend los oder groß, eins von beiden. Auf jeden Fall hatte er auf diese Runde keinen Bock mehr und hat sich dann einfach mal ganz kurz dazu entschlossen. Ja, Brudi, bin dann mal weg. So, AMX 30 geht uns nach wie vor auf den Sack. Da unten steht jetzt der T95, er bounced. Ich kann von oben auf ihn drauf schießen. Wir sind jetzt bei 9500 Schaden geblockt. AMX 30 will uns auch unbedingt bounce, Gott sei Dank. Ich würde so gerne jetzt diesen AMX 30 hier loswerden. Oder den T95, der uns auch mit AP mal ganz kurz hier durch den Turm schießt. Ärgerlich. Die Runde ist jetzt schon, und das muss man positiv hervorheben, 9 Minuten alt. Es steht 9:9. Die HP sind eigentlich noch ausgeglichen. Also man könnte, wenn man jetzt ganz objektiv und ganz wertneutral ist, sagen, es ist eine spannende Runde. Die Spannung kommt eigentlich nur daher, dass die Gegner zum Teil sich ein bisschen unfähig anstellen und die eigenen Mitspieler sich ebenfalls ein bisschen unfähig anstellen. Der RV steht jetzt seit gut 10 Minuten auf einer nutzlosen Position nach der anderen. Bei den Conway, Standard B und E50 könnte man jetzt davon ausgehen, dass sie sich jetzt schlussendlich dazu entschieden haben, da hinten ihren Sitzkreis einfach durchzuziehen. Es könnte natürlich auch ein stillschweigender Protest sein, ich weiß es nicht, aber vielleicht haben auch alle gleichzeitig einen Internetausfall und deswegen bewegt sich da keiner. Nach wie vor ist keiner bereit, hier mal in der Mitte Verantwortung zu übernehmen. Der Einzige, der zumindest angetäuscht hat, dass er hier Bock hatte, in der Mitte mitzuhelfen, war der Leopard. Das hat genau 30 Sekunden gedauert und dann weiß ich jetzt schon, was er sich innerlich gedacht hat. Ja, immer wenn ich versuche mal was zu machen, dann platze ich, nächstes Mal bleibe ich wieder hinten stehen. Man kann natürlich die Mitte so spielen, wie man das jetzt beim Leopard gesehen hat. Oder man versucht das Ganze halt ein bisschen passiver. Auch der Schuss leider schon wieder ins Nirvana gedriftet. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten, irgendwie zu helfen. Aber das, was der Leopard gemacht hat, war jetzt, denke ich, nicht so schlau. Jetzt ist da hinten tatsächlich Bewegung, aber anstatt, dass hier Leute mal vorkommen in die Mitte, so ein Standard B mit 900 HP, der jetzt hier vielleicht hilft, haben sie sich lieber gedacht, nö, da wo der RV stand, da war er eigentlich auch ganz cool. Also wieder von einer nutzlosen Position auf die nächste nutzlose Position gedriftet. Jetzt hat der RV tatsächlich zugeschlagen, hat den EN100 rausgenommen. Da kommen jetzt bei ihm die ganze Zeit noch die Bröckchen an, die er dann rausnehmen kann. Also der EN100 hatte, glaube ich, noch 100 HP oder so. Ich wollte jetzt hier gucken, ob ich hier vielleicht den T95 erwischen kann. Aber Don 89 steht hier nach wie vor in der Mitte. Auch Full AP seines Zeichens. Full AP Medium. Also ich habe jetzt mit allem gerechnet, dass die vielleicht da hinten, so wie der gegnerische E4, der da gerade auf unseren E50 drauf fährt, dass da irgendwas passiert. Ich bin jetzt um Himmels Willen nicht davon ausgegangen, dass nach 12 Minuten da immer noch ein Full AP Objekt 430 rumsteht. So, und jetzt ist der große Auftritt von unserem 183er. Mal schauen, wie er sich anstellt. Standard B kämpft auch entschlossen von der roten Linie. Und da ist er jetzt. Schuss gefangen und jetzt ist ganz wichtig, erstmal zurückfahren, damit man sich nicht noch einen Schuss fängt. Und damit den Schuss nicht auf den T95 zu machen, um sich jetzt in der Fahrt wegmachen zu lassen vom 183er. Und auch der 183er fühlt sich jetzt wieder bestätigt und sagt sich, nächstes Mal stelle ich mich noch weiter nach hinten. Ja, und ob der Standard B das jetzt hier noch geklärt kriegt,
Wir wissen es nicht. 6200 Schaden, 9970 geblockter Schaden, 5 Kills, 743 Unterstützungsschaden. Und es hat nicht ansatzweise gereicht, um hier mit einem Sieg davon zu kommen. Ja, World of Tanks kann manchmal dann halt eben doch auch 1 gegen 29 sein. Und auch das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil da ja auch der ein oder andere war, der dann wieder gesagt hat, ja, hier immer nur die positiven Sachen zeigen. Nein, ich habe euch gestern gezeigt, wie geil World of Tanks sein kann, wenn man zusammenspielt. Und heute habe ich euch genau das extreme Gegenbeispiel mitgebracht. World of Tanks kann auch so ungeil sein, wenn man gefühlt alleine gegen 29 andere kämpft, beziehungsweise alleine gegen 15 und die 14 anderen gucken zu und applaudieren. Genau so hat sich das jetzt hier gerade angefühlt in der Runde. Ja, Postgame-Stats, weiß ich gar nicht, ob wir uns die noch antun sollten. Aber ich lasse es jetzt hier einfach mal, ich will jetzt hier auch niemanden vorführen. Das sollte nicht der Sinn und Zweck der Sache sein, sondern hier ging es jetzt eigentlich nur darum, um auch mal das komplette Gegenteil zu zeigen und zu zeigen, dass halt auch in dieser Runde nur ein ganz klein bisschen Teamplay nötig gewesen wäre. Dann hätten wir die Runde definitiv gewonnen. Die Gegner hatten ja nur noch 3300 HP. Aber dadurch, dass hier eigentlich so gut wie gar kein Teamplay stattgefunden hat, ist es halt dementsprechend so geendet. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, falls es euch irgendwie unterhalten hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Lasst den Kopf nicht hängen. Ihr habt jetzt gesehen, wie es geht. Ihr habt jetzt auch gesehen, wie es nicht geht. Versucht es besser zu machen. Versucht mit euren Mitspielern zu kommunizieren. Versucht euch gegenseitig zu helfen. Nicht so, wie der Leopard das als schlechtes Beispiel vorgemacht hat, sondern auf eine Art und Weise, wie man auch zusammenarbeiten kann. In dem Sinne, viel Erfolg für eure Matches. Wie gesagt, versucht das so ein bisschen, das gestrige Video als Idealvorstellung zu sehen und das hier als abschreckendes Beispiel. Und wenn ihr euch irgendwo da in der Mitte aufhaltet, dann denke ich, dass wir alle einen großen Teil dazu beitragen können, dass das Spielerlebnis einfach ein schöneres wird. In dem Sinne, haut rein.